Hallo, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt die Schauläufer gefahren Let's Play Super Mario Odyssey begrüßen. Das Projekt guckt zwar kein Mensch mehr, aber ich muss es trotzdem noch zu Ende bringen. Deshalb, ich glaube sogar, dass es heute die letzte Aufnahme sein könnte. Eventuell, wir sind in der letzten Welt. Ich weiß nicht genau, wie lange die ist, aber mal schauen, vielleicht kriegen wir die heute ja fertig. Mal gucken, was ich so Bock habe. Das haben wir schon gemacht, aber das können wir nochmal machen. Und wie war das lustig letztes Mal? Gib mir alles, 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 gib mir alles! Ein gebührender Part anfangen, würde ich behaupten. Oder? Oder? Kann man da mal Daumen umgeben, kann man da schreiben, Glocke aktivieren. Ich glaube, das war gerade wirklich fast das erste Mal, dass ich sowas am Anfang des Videos sage. Ich sag sowas uns immer am Ende, wenn eh keiner mehr zuguckt. Das ist auch irgendwie so das, ich weiß nicht. Irgendwie... Es macht schon Sinn. Ah! Nein, Mario! Mario! Rette dich! Mario! Mario! Ja. Ich meine, es macht irgendwie schon Sinn, das am Anfang des Videos zu sagen, weil am Anfang ja am meisten Leute dabei sind. Aber jedes Mal, wenn ich so ein. Ich habe eine Zeit lang mal echt viel Sturmwaffel geguckt und lasse halt nicht mehr so viel. Wenn ich dann jedes Mal höre, ja, lass doch gleich mal einen Daumen nach oben da. Und ich denke mir so. Ich meine, ja, es ergibt Sinn, dass du das gleich am Anfang sagst, weil am Anfang die meisten Leute dabei sind. Und dann, da gibt es aber auch wieder keinen Sinn, weil du hast das Video noch nicht gesehen. Du kannst nicht wissen, ob es gut ist und ob es dir gefällt. Gut, okay, bei ein paar YouTubern ist es bei mir so, da gefällt mir jedes Video, Malte und Mu. Also wenn Malte und Mu zusammen ein Video machen, ich weiß, dass es gut wird, das ist einfach so. Aber ansonsten, es gab auch schon bei, ich glaube, bei Malte gab es ein Video mal, was mir nicht gefallen hat. Bei Mu auch schon. Ja, doch, bei Mu gab es auf jeden Fall auch schon, dass es mir nicht gefallen hat. Habe ich dann aber auch so geschrieben. Und ich habe dann auch geschrieben, ich gebe dann nicht gleich ein Dislike. Ich sag dann so, ich bewerte das Video gar nicht. Ich gebe weder Like noch Dislike. Wenn es halt wirklich, wenn es mir halt wirklich, wirklich absolut missfallen hat, dann gebe ich schon ein Dislike. Ich glaube bei... Vielleicht habe ich mal ein Dislike gegeben, aber ich kann da jetzt nicht mehr genau sagen, welches Video und was für Themen das waren, falls ihr das jetzt wissen wollt. Das habe ich jetzt nicht mehr eins zu eins im Kopf. Ich weiß nur, dass es schon mal Videos von YouTubern, die ich eigentlich sonst immer feier gab, die ich, wo ich irgendwas nicht mochte, das gab es schon immer. Und dann denke ich mir jetzt so, wenn die YouTuber dann gleich am Anfang des Videos sagen, ja, gib, lass mal ein Like da, und du denkst so, was mache ich, wenn das Video mir nicht gefällt? Ich, weißt du, es. Ich meine, es macht Sinn, weil am Anfang die meisten Leute zuschauen und du möchtest ja auch, dass dein Video Traffic generiert, weil du damit Geld verdienst, ist ja logisch. Sagt ja auch keiner gegen was, aber. Ich weiß nicht. Also ich like generell meistens am Ende des Videos. Außer es sind bei meinen absoluten Lieblings-YouTubern. Aber wenn ich dann da im Verlauf des Parts merke, oh, das gefällt mir nicht, dann nehme ich den Like schon auch wieder weg. Ja. Aber ich meine, ich bin toll und ihr müsst mich alle liken, weil ich toll bin. Ja. Übrigens, weil die es nicht gecheckt haben, das war Ironie. Ha! Das war so eindeutig, weil da offen war. Ich bin eins intelligentes Bär. Bär bin ich. Ein Bärchen. Ein süßes Knuddelbärchen. Das ist zumindest mein Freund. So. Hui! Hui! Hey. Okay. Schade, dass man nicht irgendwie fliegen kann. Da gäbe eigentlich auch irgendwie Sinn, ne? Oh Gott. Ja, da unten müssen wir vermutlich mit dem Viechchen, ne? Ja. Nein! Alter, voll wild! Okay, ich hole jetzt aber nicht nochmal ein neues, ey. Warte, mein Handy hat gerade vibriert. Und ich muss wieder auf irgendwas Wichtiges warten. Aber ich glaube, diese Frau meldet sich eh nicht heute. Die ist überarbeitet. Egal. Darum sollten sich Kinder nur Mario. Mario, Squeeze Abenteuer. Warum muss ich den dann nicht killen? Den habe ich ja schon zweimal gekillt. Aber keinen Bock mehr, den zu killen. Ich lasse dich leben. Wir gehen jetzt mal weiter. Ansonsten wird das hier nie was. Aber ja, machen. Los, Mario. Wir waren jetzt da oben. Wir waren jetzt da. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter. Let's go, Ball. Hi. Mittelhof. Ein cranker Mittelhof. Boys and Girls. Warum sehen wir nicht immer noch aus wie ein Koch, frage ich mich gerade mal so nebenbei. Ich meine, es steht uns auf jeden Fall. Es schmeichelt Mario sehr. Ist auch irgendwie überhaupt nicht klischeehaft, dass ein Italiener auch noch ein Koch ist. Mein Klempner reicht ja nicht schon. Ist ja noch nicht klischeehaft genug. I don't know, boys. I don't know. Boy. Ich pick's dich out! Sehr cool. Bam! Das ist cool. Ich will alles putt machen.
Wo ist mein Freund, den ich totpicks muss? Totpicks! Halt, rein doch! Nice, nochmal. Bam! Sind hier eigentlich echt nur Münzen drin? Oh, lol. Weg! Ist da hinten noch irgendwas Nützliches drin? Nee. Überall nur doofe Münzis. Münzis. Okay. Was ist hier unten? Oh Gott! Ist hier unten irgendwas Tolles oder warum kann ich hier unten hingehen? Irgendwie nicht so. Könnt ihr mir überhaupt schauen? Meine Frage wurde erfolgreich beantwortet. Danke, Spiel. Nein, 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 was? Ich war gerade irgendwie befordert mit dem Steuerung des Vogels. Ich war befordert mit der Bombe. Ich war einfach nur überfordert. Okay? Aua. Vielleicht gehen wir einfach so rüber. Wir können doch mal gucken, was hier oben ist. Können wir nicht hin? Ah, Mann, du doofer Vogel! So, weg. Okay, Konzentration. Ich hab keine Ahnung. Wie, wo, was überhaupt? Was ist da drin? Junge, da rein. Alter, nice, da ist auch ein Stern drin. Voll einfallsreich so. Schnabel in der Wand. Schon wieder. Okay. Warte. Okay, wir müssen das anders machen. Gut. Da ist irgendwas Besonderes drin, weil er leuchtet. War ja nur mega offensichtlich. Muss aufpassen, dass die mich nicht treffen, ey. Warte. Ich habe halt echt irgendwas, dass ich da irgendwie zu nah dran stehe. Gut. Nein, 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 nein! Oh Gott. Ich habe nur Todesangst, ey. Okay, ich glaube, hier ist schon alles zerstört jetzt. Mir fehlen aber noch ein paar Monde. Da ist noch einer. Den holt sich jetzt Pieks hier auch noch. Und da oben sind pinke Dinger. Okay, wir haben jetzt ein bisschen. Vermutlich da hinten. Ja, das ist der letzte. Waren wir hier schon? Ja, doch. Ich habe diesmal nur nicht alles kaputt gemacht. Deshalb kommst du mir nicht so bekannt vor wie vorher. Lal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 a. Ah, lol, ich kann das Feuer ausmachen. Good to know. Okay, da in der Mitte. Okay. Ah, da hinten. So, da oben habe ich noch Dinger gesehen. Nennt sich auch lila Münzen. Und da kommen wir jetzt hoch, hoffentlich. Wenn ich hier irgendwie, warte mal. So. So und dann so. Ich bin eins kluges Vogellein. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Ist auch überhaupt nicht knapp oder so. Da seht ihr diesen majestätischen Vogel. Picks. Ich finde das cool. So. Dann. Wo geht's eigentlich weiter, mein Freund? Da hinten, oder? Da hinten irgendwie. Kamehameha. Das sind Hühner wieder aufpassen, dass wir nicht wieder verkacken wie vorher. Passt schon. Bam! Da ist der Monde! Der Monde, der Monde! Der Monde, dumm! Cleverer Bombeneinsatz. Dankeschön. Ah, jetzt kommen wir weiter. Bowser, wir kommen. Konfrontation mit den Brutals. Ja, so spricht man das aus. So, so nicht anders. Bruder. For life! Go! Bleiben wir halt einfach
Wobei, ich würde mich halt schon irgendwie gerne umziehen, so. Ich meine, wir sind in der letzten Welt und wir sehen aus wie ein Koch. Nein, wir gehen da nackt hin. Wir werden Bowser nackt gegenübertreten. Oh yeah. Mario, bitte. Einfach umziehen, okay? Das wird halt auch passen, oder? Wir können auch normal gehen. Ist da. Nee. Ihr kennt mich. Aber wir nehmen. Wir können auch die Famicom-Ding rückwärts. Ja, oder das. In einem gechillten Outfit gegen Bowser. Ja. Damit zeigen wir ihm, dass er nichts kann. Türchen. Wo muss ich denn jetzt hinreisen? Da wäre ein Shop gewesen. Soll ich den ganzen Weg nochmal laufen? Ich Idiot. Naja! Ich hätte einfach nochmal ein bisschen länger warten können, weil ich wäre in die nächste Pfanne gekommen. Wobei, so weit ist es halt auch nicht. So weit ist es jetzt halt echt auch nicht, ne? Hi. Ich brauche einen von euch. Ja, egal welchen. Hauptsache einen. Hi. Abonniert mich. Das war klug. Was tust du da? Da. Heute passiert mir nicht wieder dieser Leichtsinnsfehler, Boys. Drei. Na, 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 na. Raus mit mir. Ist hier noch irgendwo was Wichtiges? Nee. Ich würde jetzt eher behaupten, nee. Hier wäre ein Shop gewesen. Mensch! Ja! Menschen. Warum sind die Menschen? Jo. Danke. Und dann noch den Mond von hier. Böse Bonnetes! Habe der Habe der Hebe der. So spreche ich im Real Life, by the way, auch. I saw you want that. Yes, I want everything, bitch. Bist du bade von Date? Dann und erst. Samurai. Sieht cool aus, aber. Hachimaki! Hachimaki. Es gibt schon sehr viele Leute, die gerne ihr Haupt schmücken, aber dabei eine gewisse Leichtigkeit schätzen. Ich meine, wir können uns das hier halt kaufen, das sieht irgendwie schon cool aus, aber. Carrier Truck. Wir können es mal kaufen, vielleicht ziehen wir später noch an. Aber ich will nackt gegen Bowser und alle kämpfen! Deine komm. Deine komm. Fully get? Könnt ihr aufhören, Simlus zu sprechen? Nein. Carrier Torch. Hi. Calm your Toads, sagt sie da. Beruhige deine Toads. Ja. Weil Toads und Mario und die, ne? Das passt ganz schön gut. Mario. Ich möchte auf diesen Regenschirm. Genau. Nein, wer du bist da? Danke. Ist irgendwas Todes? Was ist denn, wenn ich da eigentlich eine. Ich glaube, hier gibt es nichts wirklich Tolles so an sich. Nee. Außer Dinge. Ja, irgendwie. Es ist hier nicht ganz so spannend. Hier gibt es auch nur einen Shop, wie ich sehe. Ah! Okay, wo müssen wir jetzt weiter da, ne? Ja. Los geht's! Und wir gehen weiter. Ich sehe schon wieder direkt zwei Wege, die mich wunderschön ablenken. Haupthof. Leute, wir kommen Bowser immer näher! Ich finde es auch irgendwie echt geil, wie die letzte Welt so richtig Samurai, japanisch und so gestaltet ist. Ich finde das mega cool. Können wir nichts machen? Okay. I like that voice. I like that really much. Ist hier noch was? Irgendein Geheimnis? Oh, es sieht so cool aus hier.
Das ist nach der New Dawn City die beste Welt, würde ich jetzt behaupten, so. La 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 la. Ich bin eine Statue und ich laufe hier herum. Wo muss ich mit der überhaupt hin? Da leuchtet es irgendwie. Wow, toll. Sind hier nur Münzen oder auch irgendwas Vernünftiges? Was muss ich mit der machen? Warum habe ich die denn? Hallo? Ist die irgendwie davor oder so? Keine Ahnung. Wir probieren einfach mal. Irgendwie weiß ich nicht so genau, was ich mit der anstellen soll. Auf jeden Fall wird es hier gleich einen Bossfight geben. Ah, okay, sobald ich da hochlaufe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Chef hat nicht übertrieben, als er meinte, ihr werdet hartnäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde der Familie der Brudels alle Ehre machen und euch ausmerzen. Ja! Hi. Du bist ziemlich einfach, Boy. Du musst halt hier ein bisschen Zug City machen, aber so und für sich. Geht das, ne? Mal die killen, oder? Ah. Mir egal, wie scheiße viele Hüte du hast, Boy. Die sind eh alle unschick. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber das sind echt viele Hüte so. Die! Das war ziemlich assi. Aber wenigstens hat er es versucht, Boys. Wenigstens hat er es versucht. Haha! Auf zur nächsten, Bitch. Was ich mit der Statue machen soll, weiß ich auch noch nie. Ich weiß nicht, ob es eigentlich nur diese Münzen und so gab. Voll Full Life. Ja. So, die nächste, bitte. Das letzte. Das Vibe. Kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für das große Ereignis. Ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Leider juckt mich das nicht, ob ich auf der Gästeliste stehe, Bitch. Eigentlich wollte ich das vorwerfen. Ist gar nicht mal so einfach hier. What the fuck? Calm down, okay? Calm down. Calm the fuck down, bitch. Thanks. Also die ist halt echt krank im Kopf. Wisst ihr, an wen die mich erinnert? An Jinx aus LOL. Gerade die Zöpfe, dann die Bomben, die Waffen, die Lache. Die ist hier nämlich mega an Jinx. Das ist mir gerade aufgefallen. Bestimmt ein bisschen daraus inspiriert, so. Könnte gut sein. Ach, die habe ich gern gespielt. Ich weiß noch, als sie neu rauskam, habe ich mir extra Geist dazu angeschaut und habe gedacht, hey, jetzt baue ich die Items so und so und im Endeffekt war mein Itembild scheiße, weil ich zuerst nur zwei Items halb zusammengebaut habe und nicht fertig. Ach ja, da habe ich mich dann für den LOL Pro gehalten und ich war richtig dumm. Ah, das war noch Zeiten. Ja doch, die ist die Jinx, die gute. Diese Lache.
Kommt direkt aus der Hölle. Ich darf es nicht nochmal getroffen werden. Okay, Moment. Fuck, zu langsam. Ich habe nur noch ein Leben, da muss ich aufpassen. Nu! Nu, wirf doch mal! Du Bitch! Nein! Oh Gott, Feuer! Okay, okay, jetzt nur noch einmal. Und... Bye, du Bitch! Kann ich. Ja, Mensch. Meins! Konfrontation mit dem Bruder. Itzi. So. Und da scheint dann wohl Bowser drin zu sein. Tja. Abrechnung in Bowsers Festung. Also da oben. Da oben ist der Endboss-Fight. Das heißt maximal, Leute, maximal noch 2 Folgen. Also ich werde heute noch mit Odyssey fertig. Nice. Woo. Dann gibt es endlich wieder mal ein bisschen weniger Projekte auf dem Kanal und etwas mehr Fortschritt. Wobei es eigentlich schon wieder ein neues Projekt... Ja, egal. Im Januar kommen eigentlich 2 neue, aber ich krieg das schon hin. Beide Projekte Flut auf dem Kanal. Gut, Leute! Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo da, links am Brecken, in der Endcard, zwischen in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Außer tschüss, silly.